Effi schlief eine Weile ganz fest. Aber mit einem Male fuhr sie mit einem lauten Schrei aus ihrem Schlafe auf. Ja, sie hörte selber noch den Aufschrei und auch wie Rollo draußen anschlug. Sie konnte nicht rufen und in diesem Augenblicke huschte was an ihr vorbei und die nach dem Flur hinaus führende Tür sprang auf. Aber eben dieser Moment höchster Angst war auch der ihrer Befreiung, denn statt etwas Schrecklichem kam jetzt Rollo auf sie zu, suchte mit seinem Kopf nach ihrer Hand und legte sich. Effi selber aber hatte mit der anderen Hand dreimal auf den Knopf der Klingel gedrückt und keine halbe Minute später. Kamera läuft. Oh Mann, ich muss mal lachen. Ah! Oh, oh. Die Kapuze. Oh, du bist so ein Fisch, ey. Ich muss aufs Klo. Doch, ey, Fresse. Hör auf zu lachen, ey. Hör auf zu lachen. Ich gehe dann nochmal. Oh, oh. Da kommt, da wundert sich jemand warum. Ah, ist angerufen. Ja, sind wir fertig. Du musst jetzt mal kraulen da. Ach so. Du musst hier jetzt noch an. Nee, ja, mach mal. Und du musst dir dann noch klopfen, oder was? So, wir werden losgehen. Rollo, du bist voll fix. Effi schlief eine Weile ganz fest. Aber mit einem Male fuhr sie mit einem lauten Schrei aus ihrem Schlafe auf. Ja, sie hörte selber noch den Aufschrei und auch wie. Effi schlief eine Weile ganz fest.
Aber mit einem Male fuhr sie mit einem lauten Schrei aus ihrem Schlafe auf. Ja, sie hörte selber noch den Aufschrei und auch wie Rollo draußen anschlug. Wau, wau, klang es den Flur entlang, dumpf und selber beinahe ängstlich. Ihr war, als ob ihr das Herz stillstände. Sie konnte nicht rufen und in diesem Augenblicke huschte was an ihr vorbei und die nach dem Flur hinausführende Tür sprang auf. Aber eben dieser Moment höchster Angst war auch der ihrer Befreiung. Denn statt etwas Schrecklichem kam jetzt Rollo auf sie zu, suchte mit seinem Kopf nach ihrer Hand und legte sich, als er diese gefunden, auf den vor... Du musst ja jetzt nicht wieder vorne anfangen, fang in der Mitte wieder an. Hm? Aber... Zur Strafe musst du wieder von vorne anfangen. Nein. Aber eben dieser Moment höchster Angst war auch der ihrer Befreiung. Denn statt etwas Schrecklichem kam jetzt Rollo auf sie zu, suchte mit seinem Kopf nach ihrer Hand und legte sich, als er diesen gefunden, auf den vor ihrem Bett ausgebreiteten Teppich nieder. Das ist gut so. Effi selber aber hatte mit der anderen Hand dreimal auf den Knopf der Klingel gedrückt und keine halbe Minute später... Du musst ja auf die Klingel gedrückt, danach hörst du auf.